Damien John Harper in the middle of the river. Mein Film ist so quasi Zeitzeuge, was passiert in meiner Heimat heute, jetzt. Und bei mir geht es darum, kurz zu erzählen, was es denn bedeutet, in dem Land zu wohnen, was der Konflikt jetzt gerade ist und was heißt es denn, der Versuch, sozusagen eine Familie zusammenzuhalten. Wenn wir zerrissen alle sehen von Gewalt und von Kriegserfahrungen, von Vergewaltigung, von Feuer und Trauma. Genau, also die Geschichte ist die von einem jungen Mann. Er kehrt zurück in sein Heimatdorf, an einem Ort, wo er lange nicht gewesen ist, um herauszufinden, was mit seiner Zwillingsschwester passiert ist. Und am Anfang glaubt er, dass jemand sie umgebracht hat und er ist wütend und ärgert sich und hat keine Sprache, um über diese Wut zu sprechen, außer Gewalt. Und er sucht sozusagen einen Verantwortlichen, um sich zu rächen für den Tod seiner Schwester. Ein großer Teil der Geschichte gehört mein Vater. Der ist Vietnam-Veteran und ich habe, seitdem ich klein bin, immer ausgefragt zu diesen Erfahrungen, was er denn dort erlebt hat, und war immer neugierig zu hören und zu erfahren, wie war denn das 1968 in den Dschungel von Vietnam als junger, unerfahrener Mann da Krieg zu führen. Und ja, so quasi, ich sage immer, ich bin so vom Klein aus Anthropolog gewesen, weil ich habe den immer dazu gefragt, wie es denn war. Und über den Lauf meines Lebens sieht man immer tiefer rein in diese Geschichten. Und ein großer Teil des Films ist basiert darauf. Ein anderer Teil des Films ist basiert auf einer Ex-Freundin von mir, die Native American ist, die missbraucht wurde. Und hat versucht, sozusagen, das ist unheimlich kompliziert in den Vereinigten Staaten, weil halt die Reservations gelten als eigene Länder. Das heißt, sie sind eigene Nationen. Das heißt, das ist eine Grenze, was dazwischen ist. Und wenn einer einen Krimen ausübt auf der Reservation, der aber dazu nicht gehört, ist unheimlich schwierig, diesen Personen vor Gericht zu ziehen. Da ist die FBI dafür verantwortlich und sie sind überfordert und vielleicht interessieren sie sich wenig dafür, für den Fall. Und es hat mich zutiefst berührt, wie meine Freundin versucht hatte, zu der Zeit diesen Person vor Gericht zu ziehen und wie es quasi unmöglich war. Genau. Und diese Geschichte trage ich mit mir seit Jahren. Und dann war ich erschüttert zu sehen, wie eine Welle von Hass und Feuer mein Land in kurzer Zeit richtig übernommen hat. Und ich wollte die Menschen kennenlernen, die rausgehen mit der Fahne und schreien Make America Great Again. Ich wollte rausfinden, wer ist denn das? Was für Probleme haben sie? Warum fühlen sie sich so benachteiligt? Was für Kümmer haben sie? Worum geht's ihnen? Und dann bin ich in diverse Gegenden gefahren und habe dann Freundschaften geschlossen mit diesen Menschen, die rausgehen und schreien, Make America Great Again. Und so fing ich dann an, den Menschen kennenzulernen und Geschichten kennenzulernen und fing dann an, die zu verweben mit den Geschichten, die ich vorher erwähnt habe. Ja, also frontal. Direkt drauf. Also in die Fresse halt. Halt so. Und es ist nicht nur er, sondern ich finde, fast nicht alle männliche Figuren, aber die drei wichtigsten sind genauso, ich schilde sie genauso, wie sie beschrieben haben. Die sind Männer, die Männer sein wollen, sind aber so wütend, haben aber keine Fähigkeit, sich darüber auszutauschen und fühlen sich deshalb dann benachteiligt, dass die einzige Antwort, die sie haben auf ihr Schmerz, ist noch weiter Gewalt anzustiften. Und deswegen suchen sie dann quasi alle diesen Weg.
diesen Ausdrucksmitteln, weil sie konnten nicht drüber sprechen. Ich mag Festivals gerne. Also ich gehe unheimlich gerne ins Kino. Aber die sind zwei ganz getrennte Gefühle für mich. Weil einmal zahle ich 10 Euro, gehe ich ins Kino, setze ich in einem dunklen Raum mit lauter Menschen, die ich nicht kenne. Und es ist spannend, weil wir tauchen alle gemeinsam in diesem nahtlosen Traum zusammen. Im Gegensatz beim Filmfestival, das ist ein anderes Gefühl. Da ist viel mehr Vorbereitung drin. Das ist nicht so, gehen wir ins Kino, okay, gucken, was läuft, gut, wir schauen den Film an. Sondern ich habe das Gefühl, dass die Zuschauer viel mehr Vorbereitung, viel mehr Zeit nehmen, sich vorzubereiten auf den Film, den sie an dem Tag, an dem Abend sehen wollen. Und ich würde behaupten, das ist ein anderes Publikum auch. Das ist auch ein anderes Gefühl. Wenn ich abends ins Kino gehe, bei mir um die Ecke, da ist ein bestimmtes Gefühl, was denn da herrscht. Okay, wir gucken den Film an. Aber beim Filmfestival, sei es hier oder dort, ist egal. Sei es in Frankreich oder in Südkorea, da ist dieses Gefühl noch weiter erhöht. Und ich bin süchtig nach diesen Gefühlen. Und von daher liebe ich Filmfestivals. Und ich bin auch bei den Filmfestivals groß geworden. Also wenn ich den Trailer von bestimmten Festivals höre, da kriege ich noch Gänsehaut. Weil ich weiß, was das denn für mich bedeutet. Und wenn ich sehe, dass die Filmemacherin, dass die Regisseurin, dass die Produzenten, dass die Drehbuchautoren, dass sie dann auf die Bühne gehen und ich kriege die Möglichkeit, irgendeinen Austausch mit diesen Menschen, wenn ich sie eine Frage stellen darf, dann ist das für mich großartig. Weil das sind die Menschen, die hinter diesem Film stecken. Die haben eine Botschaft hergestellt und mir überliefert und ich darf dann erleben, wer sie sind, wie sie ticken, warum, weshalb. Und das sind alle Sachen, die ich glaube, oder die ich meine, die sind alle schon beantwortet in den Filmen. Aber immerhin, ich bin süchtig in diesen Gefühlen, herauszufinden, was denn das ist. Von daher, ich liebe Kino, ich würde bis am Ende meines Tages ins Kino gehen, aber ich würde auch immer Festivals besuchen und immer darauf bestehen, dass meine Filme beim Festival laufen, bevor wir ins Kino gehen.